Ja, moin Mittag und guten Abend da draußen und damit herzlich willkommen hier zurück, beziehungsweise noch nicht zurück zu The Evil Within 2 auf der Xbox One X, meine lieben Freunde da draußen. Und ja, damit habe ich mir gedacht, was habe ich mir eigentlich dabei gedacht? Eigentlich gar nichts, liebe Freunde. Ich dachte mir so, hey, auf Twitch bin ich ja gerade eh relativ oft unterwegs, ihr da draußen bei YouTube, einfach mal oben im Banner rein, da ist auch mein Twitch-Logo. Könnt ihr gerne auch ab und zu mal live dabei sein. Kommentarfeld ist auf jeden Fall aktiviert. Ja, zum anderen habe ich mir gedacht, ey Mensch, ich habe so viele Spiele und auf YouTube kriege ich immer Ärger, wenn ich zu oft ein Spiel hintereinander mache. Hust, Spellbreak, Hust. Ja, darum habe ich mir gedacht, hey, Bethesda-Deal bei Microsoft, werden ja sowieso jetzt bald alle in den Game Pass reinkommen. The Evil Within 2 noch nicht gespielt. Kann man ja mal machen, mag ja Horrorspiele. Und deswegen habe ich mir schon mal die Testversion runtergeladen. Die gibt es ja im Store, da kann man bis zum Mitte dritten Kapitel irgendwie spielen. Und dachte, hey komm, lass mal machen. Wenn ihr da draußen Bock habt, lasst der ganzen Sache einfach ein Däumchen nach oben da, würde ich mich freuen. Und dann legen wir doch einfach mal direkt los und drücken einmal den A-Button. Da steht nochmal da Demo-Version. Und jetzt Achtung, Hinweis für alle da draußen. Wenn ihr das Spiel nicht habt und die Demo-Version jetzt spielen wollt, dann werdet ihr, nachdem ihr jetzt auf Weiter gedrückt habt, nicht mehr weiterkommen. Das Spiel wird sich in der Leinwand, die wir gerade gesehen haben, aufhängen. Da hilft eins. Nein, nicht deinstallieren und nochmal installieren. Das funktioniert nicht, kann ich euch jetzt schon mal sagen. Ihr braucht die neue Xbox Beta App auf dem Handy, womit ihr Spiele ja schon runterladen könnt, ja, die ihr noch nicht mal gekauft habt. Und dann ladet ihr quasi nochmal das Spiel, ja, also die, nicht die Demo-Version, sondern das richtige Spiel runter. Und da sind 2 Megabyte sind da mehr drin Inhalt. Und dann passiert nämlich das, ihr kommt weiter und könnt quasi, ja, endlich die Demo-Version spielen. Ach, alles verwirrend und crazy. Ich weiß, meine lieben Freunde da draußen. So, wir gehen erstmal in die Optionen rein, denn da war ich noch gar nicht. Ich weiß nicht, ob wir mal so ein bisschen Textsprache Deutsch, Dialogsprache Deutsch, ja, Ego-Perspektive, oh, ja, was, erhebe, ne, erlebe nicht erhebe, erlebe das Spiel aus der Ego-Perspektive anstatt aus der Verfolgerperspektive, ja, auf definitiv, ich bin ja auch so Ego-Man, ja, das klingt falsch, wenn du das sagst, sondern, ja, ich weiß, so, Grafik, was haben wir denn, Bildratensperre, gesperrt oder frei? Denn das gesperrt setzt die Bildrate auf maximal 30 Frames fest, um stabile Spielerlebnisse zu ermöglichen. Erlaubt den Spieler eine flüssige Spiel. Ja, klar, mach mal frei. Hab eine Xbox. Eine Xbox X. Die Series X kommt noch. So, Körnung. Ja, ist halt schwierig, ne? Mach mal Körnung raus, Körnung rein. Ich meine, so ein bisschen Körnung bei, ist ja eh bei solchen Horrorspielchen. Bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Wir lassen es mal noch drinne. Wir lassen es drinne. Die Hauptlautstärke machen wir mal ein bisschen runter. Weil ich habe einfach Angst, dass ihr mich sonst nicht hören könnt. So. Und das wird schon passen. Stimmen können eigentlich laut sein. Musik ist immer so eine Sache. So, Videolautstärke, ja. Da gehen wir mal auch sicher, aber auf 80. Und Dynamikbereich auf jeden Fall breit. Also wenn ihr da draußen nicht breit seid, ich bin's definitiv. So. Gut, Hammer. Ich würde sagen, ab in die Demo, ab ins Spiel. Viel Spaß mit The Evil Within 2. Jetzt. Okay, zu früh. Was nimmt man da eigentlich? Für alle, die einen richtig schönen Survival-Horror erleben möchten, okay? Für alle, die einfach nur die Geschichte ohne große Probleme... Nee. Was ist jetzt? Eingeschaltet, ausgeschaltet oder Zielhilfe? Wähle bitte aus, um die Zielhilfe zu nutzen. Ach, ja, aber das erstmal aus. Kann man bestimmt nachträglich noch machen. Haus in Flammen. Kind und Kindermädchen. Ach, scheiße. Nicht cool. Also keine Sorge, ich werde jetzt nicht die ganze Zeit dumm labern, Freunde. Und vor allem nicht jetzt. Ah, Mom und Dad. Na, da brennt die Bude, du, ey. Kapitel 1. Nein. Nein, das kann nicht sein. Spiele schon.
Ach, ich spiel schon. Ist aber noch keine. Noch keine Ego-Perspektive, ne? Nee. Also, wir müssen ins Haus rein, ne? Aber grafisch geht das ja mal voll klar. Leute, kickt die mal an hier. Das geht richtig klar. Also, ich weiß, ich sollte jetzt eigentlich wahrscheinlich eher meine Frau und mein Kind retten, aber guckt euch mal die Flammen an. Wie alt ist das Spiel? Geht ja mal voll klar. So, okay. Jetzt aber rein. Ich komme. Ah. Scheiße, kann ich da echt einmal rein? Nee, ne? Von der Seite. Scheiße. Ja. Lilly, ich bin hier. Wo bist du? Oh Gott, ist sie etwa oben? Gut. Da geht schon mal nicht lang. Lilly, ich komme. Ich koche nur noch schnell einen Tee. Und jetzt mache ich Brötchen. Wie konnte das passieren? Ich wollte schon immer die Türen so auftreten. Papa, Hilfe! Kann ich rennen? Ich komme, Kann Lilly! Ich rennen, nee. Halt durch! Lilly, ich würde gern rennen, aber. Ach, das Spiel lässt mich nicht. Lilly. Ich bin hier, Lilly. Wo ist er denn? Ich bin hier drin oder was? Hä? Ist das der Raum? Weil der nicht so nah rangehen, nachher verbrenne ich hier. Ah ne, da lang, ne? Tucken. Ja, okay, rechter Stick reindrücken. Ah, ist ja wie bei Spellbreak. Super. Lilly? Wo steckst Verdammt, du? Verdammt, wo ist sie? Beim Bett? Papa, wo bist du? Ist sie im Schrank oder was? Lilly? Ist bestimmt im Schrank drin. Komm raus da. Aber warum? Nee, warum sollte man in den Holzschrank reingehen, wenn es brennt? Hier ist noch eine Tür. Lilly? Lilly? Okay, die Tür ist zu. Gucken brauchen wir nicht. Mal, wo kam denn die Stimme her? Hier drüben, wa? Hier ist das Kinderzimmer. Mann, klar, da sind Lilly? Bilder mit Lilly. Komm jetzt raus! Lilly! Wo bist du? Ich bin's. Papa ist hier. Du hast mich im Stich gelassen, Papa. Ja. Wir waren zu spät. Mein Gott. Tja, wenn man sowas erlebt hat, dann hockt man halt in so einer Kneipe und säuft halt auch mal ein. Er sieht jetzt gerade in der Einstellung ein bisschen aus wie John Wick. Wer bist du? Kidman? Hallo, Sebastian. Ist lange her, hm? 3 Jahre. Ich habe 3 Jahre lang versucht, dich aufzuspüren. Und du dachtest, du findest mich am Boden einer leeren Flasche. Richtig? Und warum bist du ausgerechnet jetzt hier? Du hast mich nicht gefunden, weil sie es nicht wollten. Beruhig dich, Sebastian. Du wusstest, was in der Nervenklinik passieren würde, oder? Was in Beacon passiert ist, ist Vergangenheit. Das musst du vergessen. Du klingst genau wie der Psychologe, den mein Boss mir vorgesetzt hat. Aber er hatte keine Antworten. Du schon. Erzähl mir alles über Mobius. Was ist ein Mobius? Und warum sind die Men in Black hier? Ich bin deswegen hier. Woher hast du das?
Lily ist am Leben. Ja, ja. Ja. Das glaube ich nicht. Lily ist tot. Das kann ich nicht glauben. Ich habe den Bericht gelesen. Ich war auf ihrer Beerdigung. Wir können die Geschichte umschreiben. Ein Tod zu inszenieren ist ein Kinderspiel. Warum sollte ich mich endlich zeigen, nur um dich zu belügen? Lily lebt. Und sie ist bei uns. Aber sie ist in Gefahr. Du musst uns helfen, sie zu retten. Ja, 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 ja. Verarsch mich nicht. Was habt ihr mit ihr gemacht? Nehmt eure verdammten Finger weg! Zack! Jawohl! Na toll. Ich hatte gehofft, du würdest freiwillig mitkommen. Aber wir haben keine Zeit für diesen Quatsch. Naja, hast du umsonst die Geschichte mit Lily ausgedacht? Lily braucht dich. Hör auf, Lillys Name zu sagen. Sebastian? Du bist wach. Gut. Ja, super. Wo sind wir? Oh. Okay. Jetzt haben wir, glaube ich, die Ego-Perspektive. Das ist also dieses allmächtige Mobius. Sei vorsichtig, was du sagst. Du weißt nicht, wie mächtig die sind. Oh, schöner Knacker, ja. Du, mein lieber Herr. So jetzt mächtig, dass ihr einen abgewrackten Ex-Kopf. Also hier kriegt man ja richtig was geboten. Okay, ich halte ja die Klappe. Zumindest ist dein schrecklicher Humor noch intakt. Schluss mit dem Scheiß. Wo ist Lily? Geduld. Alle Antworten liegen genau hier. Der Vorfall in der Beacon-Nervenklinik war ein bedauerlicher Rückschlag. Aber mit dem erhaltenen Wissen haben wir ein neues und stark verbessertes Stem-System gebaut. Was hat das alles mit meiner Tochter zu tun? Stellen Sie sich vor, Millionen Geister miteinander verbunden. Aha. Glück für einen bedeutet Glück für alle. Mit dieser Maschine, diesem Wunder, kann unsere Spezies Großes erreichen. Wir mussten mit einem Geist beginnen, der rein genug war, um tausende Persönlichkeiten aufzunehmen. Dem Geist eines unschuldigen Kindes. Lily! Sie haben Lily an diese Maschine angeschlossen? Ihre Tochter ist etwas Besonderes. Die stabilste Kernkandidatin, die wir je getestet haben. Dank ihr war der neue Stem ein durchschlagender Erfolg. Bis vor du siehst ja gut aus, du. So vertrauenswürdig, finde ich, ne? So sehen einfach Helden aus. Ist Lily verschwunden. Hat keine Signale mehr gesendet. Dann begann die Stem-Umgebung zusammenzubrechen. Wir dachten, es wäre nur ein einfaches, technisches Problem und schickten ein Suchteam von Mobius rein. Doch dann verloren wir den Kontakt und Stem fiel aus. Denken Sie nach, Mr. Castellanos. Ich gebe Ihnen eine Chance, nicht nur Ihre Tochter wiederzusehen, sondern sie zu retten. Etwas kann der Typ einmal für mich sagen, ich bin Batman. Sie können sie retten oder sterben lassen. Ja, habe ich eine Wahl? Ihre Wahl, ja, ja. Ich habe ja keine Wahl. Naja, dann legen wir uns da rein. Ich nun da angekettet bin, Sebastian. Im Rollstuhl. Und bitte, oder da. Versuch mit dem Team zusammenzuarbeiten, wenn du es findest. Ich weiß, du vertraust uns nicht. Aber sie verfolgen die gleichen Ziele wie du. Nein, danke. Ich komme gut allein klar. Denk dran, melde so dich, sobald du Lily findest, damit wir mit der Extraktion beginnen können. Ich bin hier für dich da.
komm, hau jetzt rein, die Scheiße hier. Wir wollen loslegen. Jemand anders wird dort drin für dich da sein. Bereit? Jo, mach's gut. Der Typ. Sei vorsichtig da drin, Sebastian. Wir verlassen uns auf dich. Alter, auf mit deiner Fürsorglichkeit. Erst mir eine Spritze reinhämmern und dann hier noch so ihn auf Mutti machen. Kannst aber knicken. Stem-Eintritt in 3, 2, 1. Nee. Viele, viele bunte Blasen. Ja, da haben wir es nochmal. Bethesda Software Presents. Jawohl, also einmal. Aber schon crazy gemacht, ne? Okay. Jetzt die Blasen wieder mal oben. Was passiert mit uns? Wir schweben. Ah. The Evil Within 2. Ja, schön, ne? Also. Jetzt habe ich endlich Zeit, mal was zu labern, ne? Ich meine, ja, ist ja immer schwierig, ne? Bei Story. Let's Plays. Groß. Oh, jetzt meine Ego. Was mit dir? Ja. Oh. Wo bin ich? Geil. Geil. Was ist denn das eigentlich für ein... Seht ihr den Streifen rechts, wenn ich... Ah, da ist das Haus. Ich würde ja gern rennen. Kann man irgendwo rennen? Papa, hilf mir! Ich komme, Lilly! Ja! Kann ich rennen? Sieht schon wieder so geil aus. Es ist schwer, Mann, aber... Sie ist fort. Unsere Kleine ist fort. Nein, nein. Das werde ich niemals akzeptieren. Wenn du mir nicht helfen willst, finde ich die Wahrheit alleine heraus. Was geht hier nur? Detective. Oh. Eine Meldung. Jetzt kriegt man so ein bisschen nochmal alles aus dem ersten Teil serviert hier. Doktor. Ich habe Probleme. Was ist da? Na, dann nehmen wir mal das Ding hier in die Hand. Was zur... Ha. Hallo? Sebastian, bist du da? Kidman? Was? Reiß dich zusammen, Sebastian. Du bist drin. Wie fühlst du dich? Furchtbar. Ja. Wie ein crazy Schakal. Keine Sorge, es vergeht, wenn sich dein Geist dran gewöhnt hat. Du bist jetzt in einem vom Hauptsystem abgetrennten Bereich. So können wir die Kommunikation mit dir aufrechterhalten. Dieses Konstrukt ist dein Zimmer. Eine aus deinen Erinnerungen erstellte sichere Zone. Meine Erinnerungen, was? Wenn das so ist, wo sind denn meine Frau und mein Kind? Sieht aus wie mein altes Büro im Crimson City PD. Dein Unterbewusstsein hat es erschaffen. Du solltest dir diese Frage also selber stellen. Kommen wir zur Sache. Wir haben dir Informationen in dein Zimmer geschickt. Siehst du etwas Unbekanntes? Ich guck gerade rum hier. Ah, super, jetzt bin ich wieder... Meine erste... Also, bin ich hier genau richtig, oder was? ...fühlt sich wie ein anderes Leben an. Vermutlich, weil es das auch war. Okay. Lass mal hier noch gucken, ob irgendwas Unbekanntes. Lass mal hier an die Tafel schauen. Vielleicht dieses Bild da? Hier sind Fotos einiger Mobius-Agenten. Euer verschwundenes Team, nehme ich an. Ja, sag Bescheid, wenn du welche von bist. Du bist unser einziger Kommunikationsweg. Sie stecken suchen auch nach Lilly. Union? Die Umgebung wurde entworfen, um einer Kleinstadt namens Union zu entsprechen. Toll. Eure Experten müssen also auch gerettet werden. Wenn es jemand kann, dann du.
Danke für dein Vertrauen. Aber ich bin nur hier, um Lily zu finden. Es gibt noch weitere Informationen. Schau sie dir an, bevor du gehst. Oh Mann, ey. Kapitel 2. Ach, jetzt schon. Ja, leck mich doch am Arsch. So. Ich will mal hier noch das Bildchen angucken. Boah. Das Abbild jeder verdammten Kleinstadt. Sie wurde so entworfen, damit Probanden ruhig und entspannt bleiben können. Ruhig und entspannt. Das genaue Gegenteil von Beacon. Was in Beacon geschah, entzog sich unserer Kontrolle. Diesmal scheint ihr auch nicht sonderlich viel Kontrolle zu haben. Hör zu, ich weiß nicht, was dir da drin begegnen wird. Wenn du Informationen brauchst, schlage ich vor, du redest mit den Einwohnern. Klapper die Gegend ab, wie du es mir im KCPD beigebracht hast. Du warst nie ein echter Detective, Kidman. Und du bist kein Detective mehr. Versuchen wir trotzdem, wie welche vorzugehen, okay? So. Kann ich loslegen, oder was? Jetzt aber. Mann. Aber Story-Let's Play, liebe Freunde. Katze, ich hatte doch noch ja, nie gesagt. Eine... Kommt die denn her? Warum hat die ein rotes Band? Ein Geschenkband? Ja, wer bist du denn? Sieht ein bisschen creepy aus mit den roten Augen. Projektor? Wo hat mein Gedächtnis das nur raus? Aus der Grundschulzeit? Als Relikt aus der Zeit, vor dem Handykameras sind. Okay. Wunderbar. Was haben wir hier noch? Ach, kann ich die Katze streicheln? Nee. Wir hauen direkt in die rein. Alles klar. Kino! So, die wechseln. Mit Kittemann reden. Echt, muss ich jetzt mit ihr reden? Du hättest mir nichts von Lily erzählt, wenn deine blöde Maschine nicht ausgefallen wäre. Ich hätte den Rest meines Lebens um sie getrauert und dir wäre es egal gewesen. Wäre es nicht. Aber ich konnte nichts sagen. Sie hätten mich umgebracht. Ich weiß nicht, ob ich dir glauben kann. Warum sollte ich darüber lügen? Manipulation. Damit ich mich wie ein braver kleiner Soldat benehme. Du hast... Okay, verstehe. Und ich kann verstehen, dass du das denkst. Du wirst mich erst verstehen, wenn auch du deine Familie verlierst. Ich hatte nie eine Familie. Nur zwei Menschen, die mich in die Welt gesetzt und wie eine Würde behandelt haben, statt wie eine Tochter. Es ist besser, geliebt und die Liebe verloren zu haben? Willst du das damit sagen? Vielleicht. Wenigstens hattest du Menschen, die dich liebten. Punkt für dich. Naja. So. Haben wir hier noch Schönes? Nichts, gar nichts, nothing. Ja, super, alles leer. Die Katze schon wieder, ne? Was hast du denn da jetzt schon wieder? Grünes Gel, es ist ekelhaft und kommt für gewöhnlich von toten Gegnern. Aber wenn du es sammelst, kannst du damit deine Fertigkeiten verbessern. Jupp, nehmen wir mal mit. Können wir das denn schon verwenden, wenn wir das für die Fertigkeiten nehmen können? Ein Spiegel. Wo. Wie ein Beacon. Dürfte der Weg hier raus sein? Ja, wie ein. Wäre eine normale Tür zu viel verlangt gewesen? Nee, wir müssen den Spiegel nehmen. Komm. Und los geht's. Zurück in den Spiegel. Wusch. Ja, aber bis jetzt auf jeden Fall sehr interessant. Und da haben wir... meine Frau. Nein. Und Lily. Lily, was ist los? Komm her. Na los. Er kauft meine Ampel. Erzähl's mal, Papi. Kein Problem. Mama kann das reparieren. Sie kann alles reparieren. So ist es. Mama, gib zu Mama. Los. So, und jetzt geh spielen. Los, warum ist mir jetzt so schwindelig? Sebastian? Was ist los? Alles in Ordnung? Ja. Alles gut. Ich habe eine wunderbare Familie. Eine unglaublich kluge und schöne Frau. Warum sollte nicht alles in Ordnung sein? Komm her, Myra.
Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Bist du sicher, dass du dir nichts eingefangen hast? Okay. Uiuiui. Links, rechts, alles ist dunkel. Das ist auf jeden Fall eine Tür. Die nehmen wir mal. Ah, Ego-Perspektive ist geil. Mach mal auf hier. Crazy. Ah, ich bin echt... Also ich muss echt gleich näher nochmal hier gucken, wann das Spiel rausgekommen ist. Aber wirklich, also performancemäßig und grafischmäßig sieht das doch echt top aus. Du kannst ja mal fast gar nicht meckern, ey. Schöne Reflexion, schöne Lichtstimmung. Ah, das hat auf jeden Fall Style. Okay, da sehe ich nochmal eine Tür als Bild, ja. Wenn ich da richtig nah ran... Bin ich jetzt im Bild? Nee, aber hinter mir ist irgendwas. Okay, warte mal. Okay, ich dachte, das klappt eventuell durch das Bild rennen. Jetzt bin ich verwirrt. Ach nee, jetzt soll ich hier wahrscheinlich rein, Sonnichi. So, so macht man das. Okay. B, Taschenlampe einschalten. Yeah. Gehen die Türen auf? Nein. Hallo? Ist hier jemand? Bilder mit Augen, immer gut. Was zur Hölle? Ja. Ach ja, stimmt, das gab's ja auch noch. Der, oh mein Gott, was ist das? Gehört doch zum Suchteam. Baker. Wow. Ich hätte das ganze Blut hier im Gesicht. Oh, Alter, wie das Gehirn da wegfletzt. Oh. Guck das mal an. Alter, Walter. Da kommt ja alles hinten raus, du. Das sieht schon fast aus wie Maul von hinten. Venom, bist du es? Alter, ich muss den untersuchen, ne? Guck mal, da stand doch gerade, wo ist denn das jetzt hier? Eine Kugel. Direkt durch den Kopf. War noch was. Wie auf der anderen Seite, ne? Ne? War so, als ob hier noch was war. Schon krass, ne? Eieieiei, raus hier. Wer lacht denn da? So eine absolute Frechheit. Du Auge. Was haben wir hier noch? Wir gehen erstmal hier lang. Auch sehr schöne Kunst, muss man wirklich sagen. Also, man muss einfach Kunst heutzutage würdigen. Ja, das sieht aus, als ob er einschläft. Das ist langweilig. Hallo? Das hinter mir knuspern gehört? Also richtig. Knusper, knusper, knaser. Boing. Ja, aber macht der Eco-Perspektive definitiv ein besseres Feeling. Muss ich mal so sagen. Wer immer das war, hatte Spaß daran.
Ja, steht auf jeden Fall daran, ne? Aber er scheint ja jetzt nicht so schlecht zu finden, wenn er das Foto direkt mitnimmt, in die Tasche packt. Also, naja. Aber man kann ja so tun, als ob man sagt, das sind Beweise. So, jetzt bin ich wieder hier, warte mal. Da war da aber noch ein anderer Gang, ne? Diese Lichter. Bin ich mit den Geräuschen, mein Gott. Hallo? Jetzt bin ich wieder da, dann muss er jetzt. Dann gehen wir mal raus. Wie? Okay, warum ist die Tür zu? Entschuldigung, die Tür ist zu. Ist hier irgendwo ein Schlüssel versteckt? Vielleicht hier drinne? Nee, kein Schlüssel. Alter, denkt nicht mal dran, mich jetzt zu erschrecken. Wehe, macht das. Dann gibt's aber Ärger mit Papa. Hier ist doch aber nichts. Warte mal, da drüben noch Regale. Hier. Mal da, da ja. Hab ich direkt raus. Gesehen. Nein. Ja, jetzt schieb die Scheiße. Wo ich da A gedrückt lassen? Warte mal. Benutzen. So, jetzt aber. Leichte Anstrengung. Na, gehen wir mal weiter hier, den dunklen. Mit oder ohne Taschenlampe? Hallo? Da drüben haben wir eine Treppe. Hier haben wir Gitter. Das sieht zu aus. Ja, das ist zu. Da ist auch keiner. Keiner an der Info. Also, ich bin ja Muttersehen allein. Liebe Freunde da draußen. Und ich würde sagen, wenn wir jetzt einmal hier in der Lobby sind, ich sehe schon, wir sind schon wieder bei 33 Minuten. Lass mal die Folge hier erstmal beenden. Wir sehen uns nächste Folge wieder, wenn ihr Bock drauf habt. Reicht euch alle 2 Tage auf YouTube? Weil, wie gesagt, das Spiel ist ja eh noch nicht draußen. Und, also es ist draußen, aber ich meine, ihr wisst, was ich meine, ne? Es ist nur nicht im Game Pass. Also von daher müssen wir langsam machen. Wir können bloß bis 3. Kapitel. Lasst ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Bis dahin, haut rein. Euer Sanichi.